Hoi Hans, wir nähern uns an einem wichtigen Datum, nämlich am 25. Januar, das ist in 4 Tagen, da ist Prozessbeginn bei Erin Vinzenz. Verfolgst du das? Ja, ich verfolge vor allem Inside Paradeplatz, ich meine, das ist deine Story. Inside wäre nicht das, was es ist, wenn es nicht die Erin Vinzenz gäbe. Also du müsstest eigentlich dort hingehen und immer, wenn er etwas sagt, ihm applaudieren, weil er hat dich gross gemacht. Also gut, ich versuche es. Es ist natürlich eine beschränkte Platzzahl, oder, da im Volkshaus in Zürich. Aber klar, ja, das ist jetzt wirklich interessant. Er ist ja von der Bildfläche verschwunden, oder? Man hat ihn nicht mehr gesehen. Das hat er noch geschickt gemacht. Er kann ja jetzt nichts gewinnen. Abtaucht, aber er zeigt sich in der Öffentlichkeit, aber er gibt keine Interviews und so. Gut, jetzt nimmt mich aber von dir Wunder, was ist jetzt die Erwartung, oder? Also ich meine, die Latte liegt hoch, mehrere Jahre Gefängnis, ja. Die Anklagebehörde ja. Fordert für ihn, für seinen Kompagnon. Was sagst du? Kennt man dann den Antrag von der Staatsanwaltschaft? Kennt man alles, man hat die 350-seitige Anklageschrift. Und was verlangt er dann? Ja, 6 Jahre bei den beiden Hauptanklagten und 2 Jahre für die anderen, plus minus. Gut, wenn es über 3 Jahre ist, dann nachher kann man nicht bedingt geben. Dann muss er gehen sitzen, oder? Unter Anrechnung von seinen 105 Tagen, die er schon mal ausprobiert hat. Also meine Erwartung ist klar, oder? Das muss eine Verurteilung geben, die nicht zu einem bedingt kann führen. Warum ist das so klar für dich? Einfach, weißt, ist es die, also quasi, du sagst, wie es deine Hoffnung wäre, aber um das geht es ja wahrscheinlich nicht. Du hoffst ja nicht etwas, sondern du denkst, es muss so sein. Ja, ich denke nicht an ihn, oder? Dass seine Karriere ist ein bisschen vorbei, oder? Sondern ich denke an den Finanzplatz und an Finanzrecht. Und wenn der Pierre in Vinzenz jetzt durchkommt, mit bedingt oder irgend so, mit einer Busse. Bussenzettel, ja. Quasi, ein Parkbussenzettel. Ja. Dann kann ja jeder machen auf dem Finanzplatz, was er will. Ich meine, so geht es auch nicht. Und er war ja einer der Grossen. Er war auch nicht irgendein Kleiner. Meistens haben nur die Kleinen und die Grossen lassen gerne laufen, weil die so einen guten Anwalt haben oder so. Aber gut, also du wärst auch noch etwas, um so richtig mal auf die Populisten-Pauken zu hauen. Überhaupt nicht, nein. Am Schluss vor dem Richter. Erstens müssen wir ja immer schreiben, es gilt die Unschuldsvermutung, das Sprüchli, oder, wo du musst platzieren. Du darfst nie jemanden vorverurteilen. Und zweitens ist halt vor dem Gericht, bei allem, was du jetzt vorher gesagt hast, in Ehren, das Recht entscheidend. Ja. Also wie bringst du die Sachen, die man hat können nachweisen in der Ermittlungsphase in das Recht hinein und kannst sagen, weil der das gemacht hat nach den Fakten, ist es eben auch richtig strafbar. Ja. Weißt, das ist ja nicht so klar. Ja, also ich bin nicht ein Strafrechtler. Aber es ist sicher so, dass das schweizerische Strafrecht im Wirtschaftsbereich, also im Wirtschaftskriminalbereich, ist schweizerisches Strafrecht zu grosszügig oder zu unklar, sodass die Grossen, je überhaupt vor Gericht kommen, häufige Chancen haben zum Prüfen, weil sagen wir, bei Betrug ist klar, dass die Anforderung am Betrugstatbestand ist in der Schweiz so hoch, da muss man eine schlechte Absicht sein. Ich weiß nicht, was das alles muss haben, ich bin nicht ein Experte, aber dass es fast nicht möglich ist, einen, wenn er betrogen hat, zu verurteilen wegen Betrug, dann muss man ihn für etwas anderes nehmen. Ich denke, und ob das einfach eine Frage ist vom Strafrecht, wie es im Buchstaben vom Gesetz steht, oder ob es eine Frage ist von der Anwendung, von dem Gericht, vom Bundesgericht, so, das ist ja am Schluss auch kanonisches Recht, oder? Das gesprochene Recht, und da muss einfach der Gerichtsfall, der muss jetzt einfach klar sein. Und ich nehme auch an, er hat ja seinen Anwalt, der ihm seine Strukturen gemacht hat, der hat ja einen Strafbefehl akzeptiert, also hat er eigentlich der Staatsanwalt hat einen Kronzeugen, oder? Gut, was das dann taucht, werden wir sehen, aber du sagst, eigentlich interessanterweise, das ist jetzt wirklich ein Musterprozess, ein Jahrhundertprozess in dem Sinn. Ja. Es geht in der reichen Schweiz um Geld, es geht um eine Person, die wir gedacht haben, das ist wirklich ein bodenständige, ehrliche Banker, oder? Einer von den wenigen, die es noch gibt, quasi. Und der ist verwünscht worden, oder? Und jetzt ist es wie eigentlich, du sagst, aus einer Art gesellschaftlicher Sicht, ob wir quasi jetzt Recht und Gerechtigkeit da in diesem Land haben, oder? Das findest du, das sind so Zeichen, die jetzt da wie gesetzt werden könnten. Ich glaube, es geht um die Hygiene vom Finanzplatz,